Hi Leute, ich zeige euch heute mal, wie man dieses leckere Bier braut. Viel Spaß dabei und Prost! Ja, am Anfang braucht man erstmal 20 Liter Wasser. Das packt man dann hier in seinen Maischekessel des Vertrauens rein. Ja, hier sieht man die Kennzeichnung, 20 Liter. Dann kommt die Malzröhre rein. Deckel drauf. So, und dann werden wir bei volle Power das Wasser auf Temperatur 57 Grad bringen. Für eine Minute zum Einmeischen. In der Zwischenzeit können wir hier unser Malz schroten. Dazu brauchen wir so eine Malzmühle und einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine. Man kann das auch schon vorgeschrotet kaufen, hier das Malz, aber deutlich besser vom Aroma, wenn man es frisch schrotet. So, wenn die Temperatur von 57 Grad erreicht ist, haben wir noch die Schutzkappe oben auf das Urlaufrohr. Und dann kann das geschrotete Malz auch schon in die Malzröhre hineingekippt werden. Das Ganze schön umrühren, bisschen untergraben, dass alles schön gleichmäßig verteilt ist. Dann kommt hier das Sieb oben drauf, noch die Überlaufkappe drauf geschraubt, Deckel drauf und den Adapter für das Wasserrohr oben montieren. So, dann reduzieren wir die Leistung mal ein bisschen und werden hier die erste Rast auf 63 Grad einstellen für 45 Minuten. Die Pumpe an. Jetzt sieht man, wie das Wasser hier zirkuliert. Jetzt wird der Zucker schön aus dem Malz rausgewaschen. So, nachdem die 45 Minuten um sind, werden wir uns für die zweite Rast vorbereiten für 72 Grad. In 20 Minuten bei gleicher Leistung. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal das Nachgusswasser vor, 12 Liter. In meinem Fall brauchte ich da zwei Kochtöpfe für, um halt die 12 Liter unterzukriegen. So, beide auf den Herd stellen und anstellen. Das Nachgusswasser kontrollieren wir hier mit so einem Grillthermometer und stellen die Zieltemperatur auf 78 Grad. In der Zwischenzeit haben wir hier unsere zweite Rast fertig und jetzt steuern wir die Abmaischtemperatur von 78 Grad an für eine Minute. Das ist die gleiche Temperatur, die auch das Nachgusswasser dann hat. Hier ist das Nachgusswasser jetzt schon fertig, der Alarm geht los, der Herd kann aus und auch unsere Maische hat die Temperatur von 78 Grad angenommen. Dann demontieren wir hier den Adapter für das Wasserrohr. Deckel auf. Ja, und dann ziehen wir hier die Malzröhre aus der Maische quasi raus. Da wird das überschüssige Malz mit nach oben gezogen, weil ja unten auf dem Boden noch ein Sieb drin ist. Und jetzt kann die ganze Flüssigkeit schön abtropfen. Ja, nun beginnen wir das Läutern, sogenannte Läutern. Dabei zapfen wir uns immer unten etwas Flüssigkeit ab und gießen so oben wieder rein. Das spült das ganze Malz noch etwas durch und vor allem filtert es noch die Schwebepartikel aus der Flüssigkeit raus. Das kann man hier beliebig oft wiederholen. Man sieht das dann eigentlich an der Flüssigkeit, wenn es schön klar ist, kann man aufhören. Und hinterher kommt der Nachguss rein. Das erhitzte Wasser. 78 Grad erhitzte Wasser. Und das lassen wir jetzt auch nochmal unten durchsickern. Zweiter Topf hinterher. Dann lassen wir das Ganze schön unten durchsickern, bis es nur noch leicht tropft. Dann holen wir die Malzröhre hier raus, stellen sie auf unser
Fass, da kannst du noch ein bisschen weiter tropfen, können wir nachher noch ein bisschen ergänzen dann hier, können hier schon mal weitermachen. So, machen hier volle Power, 2500 Watt und beginnen das Ganze jetzt hier zum Kochen zu bringen. Erstmal nur für eine Minute. So, zack, das ist auch schon fertig, man sieht, es kocht. So, nun stellen wir die Kochzeit für die erste Hopfengabe ein, und zwar 60 Minuten bei 1700 Watt. Und dann kommen hier 10 Gramm Hallertauer Traditionshopfen hinzu, als Bitterhopfen sozusagen. Kurz umrühren, die Restflüssigkeit aus dem Fass noch hinzugeben, die abgetropft ist sozusagen aus der Malzröhre, und hier den Deckel leicht geöffnet schließen. Dann beginnen wir das Ganze zu starten. Hier sieht man, wie es schön kocht. Alles gut, passt alles. Und dann ist der Kochvorgang auch schon wieder vorbei. Und wir geben den zweiten Hopfen dazu, die zweite Hopfengabe, und zwar 25 Gramm Hallertauer Traditionshopfen. Kurz umrühren, Deckel wieder leicht geöffnet drauf. Und dann kochen wir das Ganze nochmal für 10 Minuten. So, der Kochvorgang ist ebenfalls beendet. Deckel auf und dann starten wir den Whirlpool. Ordentlich umrühren, richtig ordentlichen Whirlpool erzeugen. Das sorgt dafür, dass der Hopfen sich in der Mitte vom Fass unten auf dem Boden sammelt. So, dann lassen wir das hier in der Zwischenzeit alles ein bisschen abkühlen, bevor wir das in das Kunststofffass einfüllen. Einfach um hier den Kunststoff ein bisschen zu schonen. Packen da so einen schönen Baumwollbeutel drüber und dann ab geht's rein ins Fass. Und der Baumwollbeutel sorgt nochmal für eine zusätzliche Filterung. Ja, und hier sieht man den ganzen Hopfen, der sich jetzt in der Mitte unten auf dem Boden gesammelt hat. Kippt man das Fass noch ein bisschen, damit wir die Restflüssigkeit auch noch reinkriegen, aber nur so viel, dass da nicht der ganze Hopfen mit eingesaugt wird. So, dann machen wir unser Fass zu und sind wir erstmal fertig für den Tag. Einen Tag später setzen wir dann die Hefe an mit abgekochtem Wasser, nehmen wieder unser Grillthermometer und warten, bis das Wasser auf ungefähr 32 Grad abgekühlt ist. Hier sieht man schon die Brauhefe bereitgelegt. So, das Wasser hat jetzt 32 Grad. Wir nehmen den Temperaturfühler raus und füllen die Hefe in das Wasser rein. Dann lassen wir das Ganze für 15 Minuten stehen. Das sehen wir hier im Zeitraffer, wie die Hefe quasi sich mit dem Wasser verbindet. Nach den 15 Minuten wird das Ganze einmal umgerührt und danach nochmal 5 Minuten stehen gelassen. So, dann machen wir unser Fass vom Vortag auf. Das hat jetzt auch ungefähr eine Temperatur von 33 Grad, erfahrungsgemäß. Kann man natürlich vorher auch nochmal messen, sicherheitshalber, dass es nicht noch zu heiß ist. Es sollte maximal 37 Grad haben. Und dann rührt man das Ganze mal ordentlich um, um der Flüssigkeit Sauerstoff hinzuzufügen und den Gärvorgang somit zum Starten zu bringen. Und das Ganze schön dicht wieder verschließen. Diesmal muss alles schön dicht sein. An einen kühlen Ort stellen. Je nachdem, was man hat, Keller, Flur oder sowas. Und dann kommt der Gäraufsatz oben drauf. Während das Bier nun fröhlich vor sich hin gärt, können wir hier schon mal das Fass vorbereiten. Das muss hier mit so einem Adapter entlüftet werden, um den Druck rauszukriegen. Das Ganze sollte man im Freien machen, nicht in der Wohnung. Und dann gibt es hier so einen speziellen Schlüssel, wo man das Fass mit öffnen kann. Danach kann man das hier locker von Hand rausschrauben. So, das Ganze in eine Dusche oder eine Badewanne. Erstmal schön mit heißem Wasser durchspülen. Hierbei handelt es sich natürlich um ein gebrauchtes Fass. Wenn man jetzt natürlich ein neues hat, was ja unwahrscheinlich ist, braucht man es natürlich nicht reinigen oder nicht in dem Umfang zumindest. Aber in der Regel war ja in dem Fass auch vorher schon Bier drin. Also erstmal ordentlich mit Wasser durchspülen. Die ganze alten Hefereste da wieder rauszuspülen. Danach nochmal komplett mit Wasser füllen und einen Geschirrspültab rein.
lässt man das Ganze ein paar Stunden stehen, eventuell auch über Nacht. Ja, und das Zapfrohr mit dem Keck-Adapter reinigen wir hier auch schön in der Soda-Lösung. So, danach kann das Fass ausgeschüttet werden. Wir machen wieder ein bisschen Wasser rein, aber diesmal nur ein Drittel ungefähr voll. Geben dem Fass auch noch ein bisschen Soda-Reiniger hinzu. Machen wir das Zapfrohr, den Adapter wieder drauf und schütteln das Ganze hier ein bisschen durch, beziehungsweise kann man es auch gut auf den Boden legen und einfach immer so etwas hin und her rollen. So, und das Ganze wieder auf, die Reinigungsflüssigkeit wieder ausschütten und jetzt einfach nochmal heißes Wasser rein, um ein bisschen die Reinigungsflüssigkeit wieder rauszukriegen. Das Ganze wieder zu, handfest und wieder ein bisschen durchschwenken das Ganze. Ja, das Wasser natürlich dann auch wieder auskippen und etwa eine Woche später beginnen wir dann den Abfüllvorgang. Das erste bisschen wird weggeschmissen, da sich ein Hefepropfen im Hahn gebildet hat und danach können wir ein bisschen zum Probieren abfüllen. Da merkt man schon den Geschmack des Bieres, ob es gut geworden ist oder nicht. Wenn es gut geworden ist, was eigentlich meistens der Fall ist, ich hatte noch keins, was verdorben war, beginnt man das Ganze in das Keckfass abzufüllen. Hier sieht man noch so ein bisschen abgestorbene Hefereste, das ist aber nichts Schlimmes. Das wird durch den Baumwollstrumpf unten alles rausgefiltert. Ja, wenn das dann alles in dem Keckfass abgefüllt ist, schraubt man wieder das Zapfrohr mit dem Keckadapter rein und zieht es diesmal ordentlich fest. Na, nicht zu fest, aber zumindest sollte man den Schlüssel dafür nehmen. So, dann hat das Bier natürlich jetzt noch keine Kohlensäure, deswegen schließen wir hier einmal eine CO2-Flasche an und stellen das Ganze etwa auf 2,5 Bar ein und füllen das Fass mit CO2 zurück, so dass wir ungefähr 2,5 Bar CO2 in dem Fass haben. Danach das Ganze wieder schließen, Druck ablassen. Den Adapter lösen. Hier sieht man schon, das spritzt einmal ordentlich, macht aber nichts. Mal wieder sauber wischen. Ja, und wenn man das Ganze am besten mal so 3 Tage stehen lässt, damit die Kohlensäure schön ins Bier übergegangen ist, kann man das Ganze hier an seine Zapfanlage des Vertrauens anschließen. Ich habe hier so einen Kühlschrank dafür. So CO2-Druck wieder drauf geben. Bierhahn auf. Kühlschrank zu. Den Kühlschrank anstellen. Jetzt muss das Ganze natürlich erstmal runterkühlen. Also am besten nochmal einen Tag warten und einen Tag später kann man es dann probieren. Schön runtergekühlt und schön karbonisiert mit der Kohlensäure. Sieht das Ganze hier dann ungefähr so aus. Ja, schöne Farbe. Es prickelt, wie man sieht. So soll es sein. Prost, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Rezept findet ihr auch noch meine Infobox. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.